Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir anfangen, möchte ich noch über das vergangene Wochenende sprechen. Denn das war das erste Wochenende, an dem ich live gestreamt habe. Ich habe es tatsächlich durchgezogen. Ich habe an allen 3 Tagen, an Freitag, Samstag und Sonntag, für jeweils 3 Stunden gestreamt. Und schon mal vorab ein riesiges Dankeschön an jeden, der da war. Zugegeben, es waren jetzt nicht so viel, aber alles gut. Ich freue mich wirklich über euch. Und ja, falls ihr auch daran Interesse hättet, mir ein bisschen live beim Zocken zuzuschauen und vielleicht mit mir zu interagieren und so weiter, dann schaut auch gerne mal auf meinem Twitch vorbei. Momentan streame ich überwiegend am Wochenende, aber ich kann mir auch vorstellen, immer mal wieder abends unter der Woche für eine Stunde oder zwei irgendwie so nebenbei zu streamen. Gut, aber wir wollen starten mit meinem Video. Bevor wir dies allerdings tun, gibt es noch eine Sache, die ich komplett vergessen habe und die wollen wir jetzt nachholen. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten schneide ich es einfach raus. Hier müssen wir hin. Denn da wir jetzt Level 12 sind, können wir unseren Iron Mentor registrieren lassen. Ich glaube, das ging schon auf Level 10, aber wie gesagt, ich habe es einfach komplett verpeilt. Von daher, let's go und lass es uns ja registrieren. Und meine Katze ist gerade auf den Tisch gesprungen. Oh Mann. Egal, ich lasse jetzt einfach dort. So. Ah, sie drückt gleich jede Menge Tasten. Moment, ich muss sie, obwohl. Ah, warum nenne ich sie eigentlich sie? Ich habe nur 3 Karten. Okay, er legt sich hin. Dann passt das. Realm ist Isera. In Europa. Charakter ist Ferumi, genau. Und Iron Man. Mal sehen, ob ich mich schon disqualifiziert habe. Lots of legs. You may have forgotten to select. Oh, das kann sein. Ah, shit, ich muss noch etwas ändern in den Einstellungen. Dann gehen wir mal rein. Meine Katze randaliert gerade. Moment, let's play. So. Let's go. Also scheinbar ist das so. Ich habe mich ja schon einmal angemeldet, aber tatsächlich habe ich es komplett vergessen, wie das funktioniert. Aber das Problem war hier jetzt basically, dass ich schon red gefleckt wurde, weil meine Achievements quasi nicht nur auf diesen einen Charakter beschränkt waren, sondern auf alle Charaktere, die ich habe. Ja, und dass das so nicht funktionieren kann, ist irgendwie klar, aber jetzt muss ich mal kurz die Anweisungen befolgen. Mal eingeben. Isera. So, lots of flags. You may have forgotten to select display only character achievements to others. Sozial. Hier, genau. Das müsste ich eigentlich anzeigen. Okay, dann probieren wir es nochmal. Ich glaube, diesmal klappt's. So, nochmal Ysera. Wir wechseln mal die Szene, damit ihr auch was sehen könnt. So. Ysera. Ferumi. Let's go.
Mein Kater schmeißt dir alles runter. Okay. Never mind, Leute, ich hab's probiert. Ich kann's irgendwie gerade nicht. Okay, das funktioniert so nicht. Ich muss wirklich meinen Kater wegschmeißen. nicht wegschmeißen, runterschmeißen. Der drückt mir hier zu viele Tasten. Kurzer Moment. Er war übrigens die ganze Zeit super brav neben meinem Schreibtisch. Und jetzt, wo ich anfange aufzunehmen, springt er hoch und drückt all meine Tassen, schmeißt fast meine Maus runter und so weiter. Ach, ich liebe Katzen. Bis gleich. Da schmeißt man einmal seinen Kater nicht raus, bevor man anfängt zu streamen und dann direkt sowas. Aber gut, sei es drum. Ich versuche mich mal nach meinem Video auf dieser Seite anzumelden. Ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht funktioniert. Jetzt war irgendein anderer Fehler. Aber vielleicht ja später. Vielleicht liegt es ja nur daran, weil ich gerade jetzt aufnehme. Wäre nicht das erste Mal. Nun denn, reden wir am besten über den Stream. Also, ja, tatsächlich ging es auch von der Aufregung her. Also, es hat sich erschrocken natürlicher angefühlt, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe es mir irgendwie viel schwieriger vorgestellt, im Sinne von, ich wäre die ganze Zeit ruhig und keine Ahnung was. Ich habe auch öfter mal bei anderen Streamern reingeschaut, die auch super wenig Zuschauer hatten. So ein Zuschauer oder vielleicht drei oder so. Also so ähnlich wie bei mir. Ich hatte so im Schnitt 4 bis 6 Zuschauer, so normalerweise. Hallo. Und da muss man sagen, die haben wirklich absolut gar nicht gesprochen. Von daher ist das wohl normal, dass man halt so ein bisschen, ja, aufgeregt ist oder einem vielleicht auch ein bisschen die Themen fehlen und so weiter. Ja, es ist auch einiges schiefgelaufen, muss man sagen. Also sehr vieles hat am Anfang nicht funktioniert oder zumindest nicht so, wie ich wollte. Es gab häufiger mal keinen Ton oder ja, sonstige Dinge. Als ich zum allerersten Mal streamen wollte, hatte ich eine super weirde Auflösung, also extrem hoch. Das hat Firefox gar nicht unterstützt. Das war... Ach ja. Aber wie es eben so ist, wenn man anfängt, nichts wird perfekt sein. Und das sollte ja auch gar nicht der Anspruch an einem sein. Ansonsten haben wir tatsächlich überwiegend Genshin gespielt. Ich habe auch angefangen, ein neues Profilbild zu zeichnen, wo ich das gerade sage, fällt mir auf, dass ich euch das ja noch gar nicht gezeigt habe. Das könnte ich gerade nachholen tatsächlich. Denn ich möchte mich von meiner Katze verabschieden, die ich so notgedrungenermaßen gezeichnet habe. Und wo laufe ich überhaupt hin? Doch, ich bin richtig. Und lieber ein Profilbild haben, auf dem man auch meinen Charakter erkennt. Also es wäre mir tatsächlich schon ein Anliegen. Ich hatte auch tatsächlich eine super liebe Spende bekommen von einem Zuschauer, die es mir ermöglichen würde, ein Profilbild ja, zeichnen zu lassen. Allerdings bin ich noch nicht sicher, ob ich das tun möchte. Aber dazu verrate ich euch jetzt mehr. Also, zuallererst mal zu dem Bild, was ich angefangen habe. Was hier? Da. Bildschirmaufnahme. Tada! Könnt ihr es erkennen? Ich hoffe schon. Also das soll zukünftig meine Katze ersetzen. Es ist noch nicht fertig tatsächlich. Also ich habe die Haare noch gar nicht wirklich koloriert. Und ihr seht ja auch bei den Hörnern und so weiter. Also es fehlt noch einiges. Leider, woran es mir auch immer fehlt, ist Zeit, um es zu vollenden. Aber sei es drum. Ich habe es auch teilweise im Stream gemalt. Jedenfalls ist nun mein Problem, dass ich eben ja eigentlich ein anderes Design im Kopf hatte, ja. Ich wollte ja ursprünglich, Moment, ich rufe es euch nochmal ins Gedächtnis. Ich wollte ja ursprünglich mein Design ein bisschen ändern, von links nach rechts, sage ich jetzt mal. Also zu diesem, ja,
animalischeren Wesen? Ja, allerdings, das ist so schwierig bei mir. Ich schaue mir ständig super viele, Inspirationen an und so. Und ich finde permanent Dinge, die ich noch verbessern kann. Und wenn ich jetzt eine Künstlerin beauftragen möchte, mir ein Profilbild zu zeichnen, eben für Geld, das wird wahrscheinlich so an die 70 Euro kosten, schätzungsweise, dann möchte ich das Profilbild natürlich auch eine längere Zeit benutzen. Und das würde ich natürlich nicht tun, wenn ich mein Model irgendwie update und dem neues Aussehen verpasse und so weiter. Aber mir gefällt dieses abgedatete Aussehen jetzt doch nicht mehr so ganz. Oh Mann, das ist furchtbar. Also, was ich mir super häufig sage, das war auch früher so, als ich überlegt hatte, mir Tattoos zu machen oder so. Ich habe übrigens keine, aber früher ist es mir mal so in den Sinn gekommen. Meine Gedanken haben drum geschwirrt und ich bin super, super froh, dass ich mir keine gemacht habe. Denn mein Geschmack ändert sich permanent und ich wäre jetzt sicher sehr, sehr unzufrieden damit. Und so ist es auch mit meinem YouTuber-Modell. Ich habe jetzt vor, so mehrere alternativen Varianten zu zeichnen. Und ich denke mir so, ja, wenn mir jetzt zum Beispiel eine Variante sogar noch nach ein paar Monaten super gut gefällt und ich sie immer noch super gerne hätte. Falle ich hier oder ich mich? Okay, das geht. Wenn sie mir auch noch nach ein paar Monaten gefällt, dass ich erst dann so etwas wie ein Profilbild oder so in Auftrag gebe. Denn ja, wir wollen ja alle nicht, dass ich irgendwann die Schuldenfalle tappe, weil ich ständig mein YouTuber-Modell ändern lassen möchte. Ja. So viel dazu. Und da dachte ich mir, was ist denn kostengünstiger, als sich ein Profilbild zeichnen zu lassen? Ja, natürlich das Selbstzeichnen. Naja. Wie auch immer. Ja, und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich dieses YouTuber-Modell jetzt überhaupt noch anpassen lasse, also von derselben Künstlerin, oder ob ich warte, noch mehr spare, sage ich jetzt mal, bis ich mir ein wirklich, wirklich professionelles Model leisten kann. Selbst wenn das jetzt mehrere Monate oder sogar Jahre dauern würde, gut, Jahre ist ein bisschen übertrieben, so ein Jahr oder so, dann wäre das für mich auch schon in Ordnung, aber ich möchte keine übereilten Entscheidungen treffen, ich möchte mein Geld vor allen Dingen nicht verbrennen und deswegen habe ich jetzt doch beschlossen, dass alles so bleibt, wie es ist. Nun gut. Ja. Also wie gesagt, ihr könnt euch auch die VODs anschauen übrigens. Also ich habe meistens Musik laufen lassen, aber ich habe herausgefunden, wie man eben die Tonspur trennt von meinen VODs und von meiner Aufnahme, weswegen ihr sie dann nicht hören werdet. Zum Beispiel bei meinem Zeichenstream hatte ich permanent Musik an und die wurde dann zum Glück nicht aufgenommen. Ja, da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn das was für euch ist, da nur hereinspaziert. Ich meine, der Vorteil von so kleinen Streamern ist ja, dass ich auf euch eingehen kann, dass eure Nachrichten nicht untergehen und so weiter. Und dass dann natürlich auch die Interaktion viel, viel intensiver ist als bei größeren Streamern, sage ich jetzt mal. Gut, was gibt's sonst so Neues? Ich habe beschlossen, so geht der Satz, dass ich mir so kleine Maskottchen zeichne. Also ich habe schon so ein grobes Bild im Kopf, wie die aussehen werden. Allerdings möchte ich noch nicht so viel verraten, sondern sie euch einfach zeigen, wenn ich sie fertig habe. Lebt wohl. So, was haben wir hier? Den Nierenhieb. Ich glaube, den habe ich immer auf 5 normalerweise. Viel Glück. Okay, jetzt müssen wir nochmal die Fiole füllen.
Ach, und übrigens, es fehlen nur noch 4 Follower, dann habe ich mein 50-Follower-Ziel erreicht. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, geht doch kurz rüber zu meinem Twitch-Channel und folgt mir da. Das wäre super, super lieb. Und würde mich sehr, sehr freuen. Aber nun konzentrieren wir uns mal hier ein bisschen auf die Challenge. Gut, also wir sind Stufe 13 mittlerweile. Das ist doch schon gar nicht schlecht. Ich glaube, mein erster Ironman Char, den habe ich auch so um den Dreh aufgehört zu spielen, weil ich, keine Ahnung, irgendwie das Interesse verloren. Obwohl eigentlich so zu leveln mit der größte Spaßfaktor bei mir in WoW ist. Ich habe euch ja gesagt, dass ich mein Dragonflight Let's Play erstmal auf Eis gelegt habe. Und mir hat ein Zuschauer vorgeschlagen, dass ich doch in einem Stream einfach weiterspielen könnte. Und dann eventuell einfach nur das Wort hochladen oder eben. Was? Zweig der Verderbnis getötet? Ich hoffe, das ist jetzt etwas, was ich überleben werde, aber wir sind noch Low Level. Das dürfte noch hinhauen. Holy shit, und was ist das? Irgend so ein Megaboss und. Cool, wir haben Teldrassil erkundet. Nice so. Wo war ich stehen geblieben? Ach so. Und falls ich das eben live spiele, dass ich das dann einfach zusammenschneide oder so. Und dies dann hier hochlade. Ich denke, das ist gar nicht mal so übel. So kann man quasi zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich habe mich auch schon gefragt, ob ich hier generell meine Worts hochladen sollte oder lieber nicht. Gott. Würden die mich jetzt alle angreifen, wäre ich nicht im Stealth? Das wäre doch super scheiße, hä? Wäre ich so jetzt schon tot? Oder haut das so rein? Was macht denn das? Zieht alle verdorbenen Dämonen innerhalb von 40 Metern heran. Will ich das? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich diese Quest eventuell nicht machen sollte. Was ist das? Beschwört einen Wirbel aus Sternen. Das macht auf jeden Fall Schaden. Und was ist das? Beschwört einen Mondstrahl. Heilung gewährt und Korruption von Feinden. Okay. Oh mein Gott, das ist eine Elite. Aber es ist halt auch erst Level 13. Ich bin überfordert. Also. Also, ich könnte mir halt vorstellen, dass es sehr unterhaltsam sein könnte zu gucken. Ah, das wäre schon ein Big L, wenn ich jetzt einfach krepiere. Ich habe nicht mal ein Vanish oder so. Ich glaube, ich will das nicht. Ich habe die Hosen voll. Ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, das ist gerade keine gute Idee. Ja, und was ist vor allen Dingen, wenn ich. Ich kenne diese Quest übrigens nicht. Also ich habe keine Ahnung, was gleich passieren wird. Aber ich kann auf jeden Fall super viele Dämonen an mich ranziehen, was ich basically eigentlich gar nicht möchte. Und dann auch noch zusätzlich könnte es doch durchaus passieren, dass ich auch noch Aggro ziehe von Dämonen, die ein bisschen weiter weg sind und auf die ich es eigentlich gar nicht abgesehen habe. Aber diese Viecher tanken die schon ganz gut, ne? Soll ich es machen? So als einzige riskante Aktion, sagen wir mal. Und alles, was danach folgt, mache ich dann nicht. Komm, ich gehe nochmal zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so schwer machen, weil Noobs hätten ja eventuell auch noch nicht besseres Gear, als ob man hier jetzt sterben würde.
Aber vielleicht ist die Quest ja auch dafür bekannt, super verbuggt zu sein oder so. Das kann man halt auch nicht ausschließen. Okay, ja, und das ist jetzt natürlich sehr schade, dass wir nicht interagieren können. Denn ihr hättet mir jetzt wahrscheinlich einen super guten Tipp geben können, eventuell. Ja, und hier läuft ja noch einer spazieren. Schwört ein Wunsch. Ah ja, was mache ich denn als erstes? Oh Gott. Versteht ihr mein Dilemma? Zumindest so ein bisschen. Oh oh. Geh ruhig. Hier gibt's nichts zu sehen. No, no, hier gibt's nichts zu sehen. Okay, Leute, ich weiß nicht. Ist das dumm? Okay, also, wenn ich jetzt krepiere, dann schneide ich das einfach raus. Level heimlich einen Charakter nochmal auf Stufe 13 und schneide hinten dran, wie ich mich klugerweise dafür entscheide, hier doch nicht alles anzugreifen. Aber das wird ja wohl schon stark sein. Warte mal, hier spawnt der eine Typ. Ich frage mich halt, ob ich hier irgendwie super schnell weglaufen könnte, falls das vielleicht doch eine selten dämliche Idee war. Aber die einzige Möglichkeit wäre, glaube ich, hier der Weg nach hinten. Und das wäre basically noch mehr Gegnerei. Ha. Ja. Bin ich jetzt besonnen und lass es lieber, oder? Okay, wisst ihr was? Ich mache zuerst kanalisiert. Sofort. Sofort. Vielleicht sollte ich zuerst Mondlicht machen. Dann heranziehen und dann das hier vielleicht. Hätte ich doch nur wenn ich, dann würde ich... Hätte ich überhaupt keine Angst oder hätte ich zumindest mal meine Aktionsleiste hier unten. Ich habe doch auch Schattenmimik, oder nicht? Ach, scheiße, nee. Scheiße. Cool. Ja. Ich bin überhaupt kein Weichei. Nein, ich gehöre nicht in den Weichei-Schuppen Junior. Okay, let's go, Leute. Der Typ spawnt wieder. Die werden ja wohl nicht so stark sein. Ey, das sind doch alles Billo. Billo-Gegner, oder? Aber der hier halt nicht, der ist Elite. Okay, wisst ihr was? Wenn es endet, dann endet es jetzt. Okay? Okay? Es ist nur Stufe 13, dann mache ich einen neuen Iron Man Charm. Alles gut. Ja, ich versuche mich gerade selbst zu überzeugen. Okay, ich warte noch, bis dieser Dude hier weg ist und dann geht's los. Okay. Really? Davor hatte ich Angst. Oh no. Das war so piss einfach. Scheiße. Oh nein. Die waren quasi One-Hit und jetzt kann ich die nicht angreifen, weil ich noch immer in diesem dummen Ding da bin. Oh, die können mir ja gar nichts. Jetzt habe ich das so dämlich spannend gemacht, obwohl es hier nichts Spannendes gab. Oh no. Ja, cool, Leute, oder? Na, wie hat euch das gefallen, der epische Kampf? Der war schon krass, oder? Kann ich das eigentlich wegmachen? Oder ist das jetzt keine gute Idee? Na, wenn ich dann jetzt aus dem Stealth rauskomme, ist das ein bisschen doof. Dann gehen wir eben langsam und gediegen zur Questabgabe. Oh yeah. Gut, gut, gut. Da sind noch welche.
Sagen wir, machen das mal weg. Ah, ich kann es gar nicht wegmachen. Schade. Rechtsklick funktioniert schon mal nicht. Da. Kann ich aufmachen? Ah, das geht. Hallo. Let's go. Oh, grüne Sachen. Das ist nix gut. So, was bringt denn mehr Gold? Das hier. Ich meine Kupfer. Ah, 69. Nein. Cool. Dann direkt eine Folgequest. Wo geht's denn da hin? Und nochmal zurück. Also ich sollte es am besten direkt verkaufen, let's be real. Später passiert mir noch ein Upsi. Das kann weg, das kann weg. Oh, das habe ich noch nicht. Dann behalte ich das. Das kann weg. Das. Das hier, das hier, das hier. Das kann auch weg. Hinfort. Mhm. Ja, da muss ich noch so, so Probecharts erstellen. Stopp. Leb wohl. Okay. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Diese Vorlage habe ich auch noch nicht. Das kann weg. Das und das. Mögen eure Fische gute Pfade finden. Dann gehen wir zur nächsten Quest. Tja, und ich glaube, viel mehr gibt es ja auch nicht unbedingt zu holen, eventuell. Da müsste ich nur noch nach Danasus. Müssen wir jetzt Teldrassil verlassen und an die Dunkelküste? Oh no. Dann bekomme ich nochmal Vanish. Das wäre echt wichtig. Mit 23. Oh, das ist noch sehr lange hin. Okay. Wieder grün. Ach, es war blau. Ach ja, bye bye. Alles gut auf euren Reisen. Annehmen. Bringt das Gefäß zu Tyrandos. Okay, wir nehmen 28 Minuten auf. Das heißt, wir bringen das Gefäß noch zu ihr. Und dann war es das mit dem Video. Es erinnert mich daran, als ich Tyrande das erste Mal gesehen habe in-game in Teldrassil. Tatsächlich war das das Ereignis, wo ich total random diesen Kriegsbären, diesen schwarzen Kriegsbären oder wie der heißt, bekommen habe, den man bekommt, wenn man alle Anführer der gegnerischen Fraktion tötet. Mein Freund und ich waren so in Orgrimmar und haben einfach nur rumgestanden und dann kam ein Gruppeninvite und wir haben den einfach angenommen. Und es stellte sich heraus, das ist eine Truppe, die zufälligerweise alle gegnerischen Anführer getötet hat. Und wir waren nur so hinterhergedackelt. Ich glaube, wir waren da nicht mal Max-Level oder so. Und ja, dann habe ich den Erfolg bekommen. Im Übrigen hat sich danach nie wieder mehr so eine Situation ergeben, weswegen ich sehr froh bin, dass ich diesen random Gruppeninvite einfach angenommen habe. Also mein Freund und ich waren da damals nicht zusammen in einer Gruppe. Ich glaube, ansonsten hätte es nicht funktioniert. Aber ich habe ihn dann halt im Nachhinein eingeladen. Tyrande sieht hier sehr, sehr schön aus, wie ich finde. So, da sind wir auch schon. Sehr, sehr hübsch. Let's go. Meint ihr, das macht ein ganzes Level? Wahrscheinlich nicht, oder? 4000 EP, circa. Unwahrscheinlich.
Sieht sie nicht toll aus? Oh, wie. Hübsche Tierhandel. In ihrem Licht werden alle Wahrheiten offenbar. 1800. Okay, was gibt's denn noch hier? Wisst ihr was? Das mache ich auch noch. Ich glaube, dann habe ich so ziemlich alle Quests in Teldrassil fertig. Und dann können wir ruhigen Gewissens ins nächste Gebiet. Da. Oh. Das wäre auch so dämlich, oder? Durch Fallschaden zu sterben. Ah, das würde total zu mir passen. Gut, endlich aufmachen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so die Vorquest ist zur Dunkelküste. Ja, das ist dort ganz in der Nähe von diesem Portal. Oh, ein Worgen. Worgen habe ich übrigens noch nie gespielt. Ich fand die bisher nicht sehr ansprechend tatsächlich. Aber könnte man mal nachholen. Hey. Hallo. Hallo. Lebt wohl. Lebe wohl. Seid vorsichtig. Okay, gut, das können wir jetzt auch noch abgeben. Zum Schluss. Ich bin geehrt. Elun erleuchtet. Sehr schön. Nach Dolanar zu bringen. Geht in Frieden. Ha? Ach nö. Okay. Aber wisst ihr was, diesen Spaß tun wir uns das nächste Mal an. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Nochmal als kleine Erinnerung an meinen Twitch-Channel. Wenn ihr da vorbeischauen würdet, würdet ihr mir eine große Freude bereiten. Des Weiteren liked, kommentiert und abonniert, wenn es danach ist. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bye, bye.